gratulieren können. Alles Gute zum Geburtstag, aber das war alles andere als ein Geburtstagsgeschenk in der Nachspielzeit. Wie war die Situation? Da war die Mauer offen, die Lücke, was war da los beim 2:2? Ja, ist genau den Ball an den vierten Mann abgefälscht und dadurch war für mich nicht so. Das ist ein Tag, den du nicht vergessen wirst, denn auch das erste Tor der Admira war ein Eigentor. Ja, leider, wir haben zwei unglückliche Tore kassiert, damit wir den verhinderten Sieg verpasst. Was ist da los in der Mannschaft? Phasenweise spielt man ganz gut und dann hat man wieder so Phasen, Minuten lang, wo man einfach nicht auf Druck spielt, den Gegner eher stark macht. Ja, genau, aber ich glaube schon, wenn wir erste Halbzeit unsere Chancen besser genutzt hätten, hätten wir eine ruhigere Ausgangsposition in der zweiten Halbzeit geschafft. Und da hätten wir wahrscheinlich locker gewinnen können. Ist aber jetzt bitter. Das ist jetzt sozusagen das dritte Spiel im eigenen Stadion und wieder nur ein Punkt, obwohl man die drei Punkte eigentlich schon im Trockenen gehabt hat. Ja, wie gesagt, wir hätten das auch in der eigenen Hand gehabt, aber momentan haben wir nur Pech und dadurch kassieren wir solche Tore, was man normalerweise nicht sieht. Trotzdem alles Gute zum Geburtstag. Danke.